Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen BeatNG Video auf diesem Kanal. Und zwar werden heute 5 Autos von BeatNG und Mods diese Rampe hier runterspringen, wozu es auch schon einige Shorts gab. Nur heute machen wir 5 Autos in einem Video und es werden mehrere Videos kommen. Also wie immer lasst ein Like und ein Abo da, um die nächsten Videos nicht zu verpassen. Und ich würde sagen, wir fangen direkt an. Wie ihr wisst, ich habe BeatNG noch nicht so lange. Also entschuldige mich, wenn ich noch so ein bisschen schlecht bin. Aber wir schauen heute mal. Der werden wir nicht machen, aber der kommt später irgendwann dran. Weil die Hypercars machen wir später. Wir machen jetzt so Audi, BMW, Mercedes und so. Und dann kommen die richtig krassen Autos. Und was nehmen wir hier? Das mal 1130 PS. Klingt gut. Wenn ich es hinbekomme, liste ich die Autos hier auf. Wenn nicht, dann werdet ihr halt sehen, wird nicht aufgelistet. So, erstmal einen Schluck genommen. Und dann schauen wir mal. Uff, sieht gut aus. Alter, wie der nach hinten geht, wenn ich Gas gebe. Wenn wir so stehen bleiben, schaut mal hinten. Der hebt sich vorne fast an. Uff, der beschleunigt gut. 100 haben wir schon, 150, 160, 70, 80, 213 etwa. Aber er überschlägt sich so. Aber, auf die 500? Oh mein Gott, das erste Auto schon über die 500. Eieiei, das Auto sieht nicht gerade gesund aus. Komplett geplättet. Können wir nicht, warte mal. Alter. Ich würde gern, wenn es klappt. Oh ja, perfekt. Wenn ich den Motor rausreiße. Okay, hat nicht so gut funktioniert. Ich glaube, ich würde sagen, zerschrottet. So, was haben wir als nächstes? Fahrzeuge. Also der Audi ist auf jeden Fall kurz über 500. Ich würde so sagen, grob 510, 505. Wir könnten jetzt die Original BMW Autos würde ich nicht nehmen, weil die sind hier nicht gut für rein. Wir nehmen BMW M4. Zwei Türe habe ich nur eine Version von. Wie immer Mods Empfehlungen in die Kommentare. Und uff. Oh, oh. Tja, das war's mit dem BMW M4. Hat keine Reifen, leider. Macht nichts mehr, machen wir mit dem M5. Oh, was nehmen wir da? M5 Competition, M5. Oh, 3300 PS klingen gut. Oh, das hört sich richtig gut an. Das Ding wird ballern, wenn er wieder keine, wenn er keine Reifen hat, dann ist scheiße, aber wenn er Reifen hat, dann wäre gut. Okay, Hardreifen, nice. Alter, die gehen. Oh, oh. Die gehen alle so nach hinten. Genau. Oh, der hat ein Head-Up-Display. Oh, er zieht in die eine Seite. Die Konzentration. Wir haben 200. Oh, 230, 240 fast. Aber überschlägt sich auch wieder. Ich glaube, der braucht. Oh, der ist noch weiter. Oh, ich würde fast sagen 550. Die Rampe. Oh, oh. Also das überlebt man nicht. Bin ich mir so ziemlich sicher. Oh, oh, der Mond, der, die, Alter, ich find's auch cool, wie das gemacht ist. Mal schauen. Der Innenraum sieht richtig gut aus. Hier mit Knöpfen, was wir alles umstellen können. Sport, Drift, ah, das können wir umstellen. Was hatten wir davor? Lass mal auf Sport Plus schauen, was jetzt abgeht. Oh, der beschleunigt so schön. Schau, Alter, diese Beschleunigung. Wir haben, oh, der Motor ist schon über Ölüberhitzung. 240, höher. Oh, jetzt fliegt er wesentlich besser. Ja, aber geht wieder nach, oh, oh, oh. Das war wesentlich weiter als davor. Also, wenn mich nicht, also wenn da jetzt ein Dings, würde ich so gesehen sagen, 570 grob. Aber es gibt leider nicht eine größere Rampe, also, Autos sind zu krass. Dann haben wir BMW M8 F92. Uff, die sind Race Carbon, Competition Race. Dann lass mal den Race Carbon hier nehmen. Der sieht krass aus. Sieht richtig krass aus. Oh ja, uff. Heckspoiler ist am Start. Und Verbreiterung oder was hat der? Warte, wir müssen schauen. Hat der hier. Oh, Innenraum sieht auch ganz nice aus. Und man kann ja auch machen. Hat er kein Head-Up-Display? Der hat einen Überrollkäfig oder was? Ja. Oh, der glitscht hier gleich durch. Den Sitz, ich würde mal schauen, können wir irgendwas umschalten? Sport, oh, oh. So,
Active. Nehmen wir Sport. 2200. Das hat ja beim letzten Mal auch gut geholfen. Die Farbe finde ich ganz nice, muss ich sagen. Könnt mir in die Kommentare schreiben, was ist euer Lieblingsauto? So, ich finde Mercedes ganz nice, aber BMW finde ich auch schön. Audi finde ich auch relativ schön, aber da bin ich nicht so ein Fan von. Oh, der fliegt gut. Aber überschlägt sich... Ah, nee, doch nicht. Auf die 500, exakt. Alter. Das ist jetzt unser drittes Auto, ne? Ja. Alter, wie die auch komplett zermatscht sind, dass er so ausmalt. Das kann man sich gar nicht vorstellen. So, dann kommen wir zu Nummer 4. Und dann nehmen wir... Na, Bugatti Chiron ist Supercar. Civetta ist nominal. Ferrari, noch ein Ferrari. Ich habe viele krasse Autos, merke ich gerade. Königsegg Agera. Lamborghini Urus, Land Rover Defender kann man nehmen. Ein bisschen mal was anderes. Was gibt's denn hier für eine Version? Gibt's hier eine Race-Version? V8 Custom. Drag. Oh, nehmen wir Drag. Oder gibt's hier noch was anderes? Nee, Drag klingt gut. Die sind doch dafür gemacht. Also, übel schnell zu fahren, nehme ich an. Uff, wie der klingt. Hoch! Wie der sich anhebt. Und innenraummäßig, oh, geht. Hm. Der hat extra keine Stoßstange hinten, damit er sich anheben kann und die nicht abreißt. Ja, aber er schafft nur 200, der ist zu schwer. Oh, okay. Oh, aber er fliegt gut. Er fliegt richtig gut. Oh. Alter. Ey, wenn das waren so fast 600, würde ich sagen. Also, alter Schwede. Der ist zwar komplett zermatscht, aber... Alter Schwede, das hätte ich nicht gedacht von so einem dicken Oschi. Und damit kommen wir auch schon zum letzten Auto. Und zwar haben wir The What? Land Rover Defender, McLaren Sabre. C-Klasse ist ja stinknormales Auto. Ist jetzt kein Hypercar oder so. Da gibt's viele Versionen. Oh, was ist das? Race. V10, Silverfire Race. Race. Ich glaube, ich nehme den. Der ist krass. Und der sieht schön aus. Ich finde gerade gemein, viele Autos sehen schön aus, fast jedes Auto sieht schön aus. Okay, abgesehen von dem Fiat Multipla. Oh, Alter, wie der aussieht. Was? Wie? Der hat den Auspuff in der Tür hier. Puh. Alter. Was bist du, Digga? Der sollte ja eine Flurkurve von Flugzeug haben gefühlt. Aber man kann ihn nichts umstellen. Boah. Und da kommt immer so Flammen raus aus dem Abgasrohr. Aber er schafft keine 200. Und die Flurkurve ist auch nicht gerade atemberaubend. Also ich hätte gedacht, dass er besser fliegt. Ich hätte allgemein gedacht, dass der wesentlich besser fliegt. Aber das tut er nicht. Gibt es da vielleicht eine andere Version von? Weil die Version hat mich tatsächlich enttäuscht. Ich hätte krasseres gedacht. Wo bist du denn? Wo bist du denn? Hier, C-Klasse Kopie. Es gibt hier auch noch was für Versionen. 6 Brabus. 4 Liter, 10, 4 Liter, 6 Brabus USA. Lass mal einfach mal den nehmen, der sieht auch ganz nice aus. Das andere ist schnelles, so gesehen, finde ich ja auch nicht. Kann man wieder nichts umstellen? Aber der hat jetzt die Auspuffe hinten, der andere hatte in den Türen, das ist übelst krass. Aber er beschleunigt nicht so schnell. Schafft wenigstens die 200? Nee. Doch, oh doch, hat er geschafft. Oh, wieso fliegt der auf einmal so gut? Das verstehe ich nicht. Der fliegt übelst gut. Oh, warte. Das waren 100% 600. Alter. Alter. Und damit haben wir auch einen Gewinner. Und zwar diese gerade noch zerschrottete C-Klasse. Mit schönen Lichtern. Aber ich würde auch sagen, das war's für die Folge. Ich hoffe, es hat euch... Oh, wir haben den Innenraum. Oh, der hat ja auch eine Sache. Das war's mit der Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dürft ihr super gerne ein Like und Abo da lassen. Hier sind jetzt noch weitere Videos. Ich fahre jetzt den zum Schrott. Und habt noch einen schönen Tag. Haut rein. Bis denn.
Euer Sam.